Servus Pyrus, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Ja, im Moment kommt so gefühlt ein Unboxing nach dem anderen. Auch heute mal wieder ein Unboxing von Röder Feuerwerk. Ich habe einiges bestellt. Warenwert ist ungefähr 200 Euro hier. Und es handelt sich hierbei um F1 Feuerwerk. Es hat auch einen ganz bestimmten Grund. Und zwar ist demnächst ein Projekt geplant mit dem Pyrokobold. Hier schon mal ein kleiner Teaser für euch. Ich werde zusammen mit dem Pyrokobold meine neue Zündanlage testen und euch zeigen oder demonstrieren, was man auch so ein bisschen F1 Feuerwerk vielleicht für so eine kleine Show basteln kann. Das ist so unser Versuchsprojekt, was wir demnächst vorhaben. Für euch wird das Video wahrscheinlich ungefähr Mitte August drum kommen. Wenn alles nach Plan und vom Wetter her so funktioniert und mitspielt. Es ist aber auch noch ein bisschen was anderes drin für die Twitch-Livestreams. Noch ein paar neue Partyknaller als Nachschub. Also ein paar ist hierbei relativ. Seht ihr dann gleich wie viele. Und ja, also es ist trotzdem ein bisschen was drin. Wird heute mal ein größeres F1-Unboxing. Und ich freue mich drauf und hätte gesagt, wir legen direkt los. Ich wechsle die Perspektive für euch und wünsche euch recht herzlich viel Spaß mit diesem Unboxing. So, und dann legen wir auch direkt los. Hab schon wieder richtig Bock. Unboxing ist mit eins der schönsten Momente eines Pyros, finde ich. Verpackungsmaterial. So. Eieieiei. Und da geht's auch schon los. Also 90%, sag ich mal, ist tatsächlich hier von, zumindest von der Artikelvielfalt her, für die Feuerwerkshow geplant. Wie das dann letzten Endes alles ausschauen wird, dazu wird auch noch ein separates Video kommen. So, was haben wir hier? Wir haben hier dreimal Bengalfeuer von Nico in der Farbe Rot. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal Anzündlitze, und zwar die rote. Braucht man immer wieder zum Verleiten. Alternativ dazu dann die schnellere Variante, zwei Päckchen Tape Match. Hab mir gedacht, bestelle ich einfach mal zwei Päckchen, weil selbst wenn ich jetzt nicht alles brauche, Silvester rückt ja auch immer näher. So, was haben wir hier? Spinner Pack. Oh, krass, die sind jetzt mittlerweile braun. Die waren auch mal anders von der Farbe her. Die hatten eigentlich sonst immer noch einen Druck drumherum. Spinner Pack von Leslie, 40 Stück drin. Zweimal. Und ja, so blöd wie es klingt, auch das wird irgendwie mit in die Show eingebaut. Also wird mit Sicherheit ein sehr, sehr interessantes Feuerwerk der anderen Art werden. Was haben wir noch? Wir haben hier eine erste Packung Schockerlino von Röder. Da folgen dann gleich auch noch ein bisschen mehr. Luftpfeifer von Leslie. Vier Päckchen, also insgesamt hier 48 Stück. Ganze Menge auf jeden Fall. Die wunderschönen Silberfontänen, letztens schon getestet von Funke. 10er Schachtel, haben wir insgesamt auch 3 Schachteln. Richtig, richtig nice. Das sind wunderschöne Teile, haben mir echt sehr, sehr gut gefallen im Test. Deswegen, die kann man auch sehr, sehr schön in der Show mit einbauen. Knatterpeitsche von Röder. Haben wir noch ein paar mehr. Haben wir insgesamt mindestens 5 Packer sein. Und so ist es auch. 5 Packungen Knatterpeitschen von Röder. Was wir hiermit vorhaben, sind insgesamt 100 Knatterpeitschen, Leute. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr wild werden, das Feuerwerk. Was haben wir da noch? Mensch, oi. Oi, oi, oi. Gratisbeigabe von Röder. Stimmt, da war was mit dem Mundschutz, ne? Schauen wir mal rein hier. Ach, ich werd verrückt. Ist ja geil. Nicht nur ein Mundschutz gibt's von Röder, sondern auch ein Halstuch. Für den Winter oder so, oder für Silvester, auch ohne Corona jetzt mal. Also wie geil ist denn das bitte? Hammer. Richtig, richtig geil. Vielen, vielen Dank, Röder. Merci. Da finde ich auf jeden Fall Verwendung für. Sehr, sehr geil. So, oi. Ist da eine Habe ich eine VE? Ich wusste nicht, wie viele in einer VE drin sind, aber habe ich eine VE von den Partyknallern bestellt? Eieieiei. Oh, wei. Dinge gibt es, die gibt es eigentlich gar nicht. Bengalfeuer, Nico. 2 Stück, und zwar die Weißblink. Q
Kugelblitz A, Silber, 12x6 Stück, also ein ganzes Display. Das ist eine Neuheit. Das sind Crackling-Bälle von Funke im F1-Bereich. Und zwar mit Kügelchen innen drin noch. Also keine Presslinge, sondern noch Kügelchen. Richtig, richtig geil. Da wird auch mit Sicherheit noch ein Einzeltest zu folgen hier auf diesem Kanal. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt einzelne Packungen bestelle, nimmst du gleich das Display, machst du nichts verkehrt mit. Die hier habe ich selbst auch noch nicht getestet, haben aber auf den Videos auch sehr nice ausgeschaut. Silbertürme von Funke, auch neu. F1 Feuerwerk mit grüner und roter Bengalbasis. Haben wir auch 10 Stück drin jeweils. Haben insgesamt 3 Packer auch. So, was haben wir noch? Wir haben noch mehr Schokalinos. Nochmal 2 Packungen Schokalinos. Das müsste es dann wahrscheinlich auch schon gewesen sein, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Guys, hier, Kaliber A von Funke. Ihr merkt schon, es ist relativ viel Funke dabei, aber Funke hat sich halt auch im F1-Bereich, die haben da echt geile Sachen mit rausgehauen. Also sehr, sehr cool. Dann haben wir hier ein, ja, es ist tatsächlich auch ein Display, und zwar die JF02 Fontänen von Jorge. Und zwar sind die hier drin zweifach sortiert. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Gibt noch mehr. Tesafilm. So. Und zwar haben wir hier nämlich rote drin, also beziehungsweise die sind nicht rot, das ist Silber mit roter Flamme. Und dann gibt es diese blauen, das ist ein blaue Flamme-Gold-Effekt noch mit dazu. Also zwei komplett verschiedene Effekte, aber sehr, 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 sehr schöne Fontänen. Habe ich damals auch in einer kleinen F1-Begleitung zu einem Konzert mitgezündet ein bisschen. War auch richtig, richtig cool, hat ein super Bild gemacht. Die kann man auch schön ein bisschen fächern und so, gerade die silbernen. Also die machen ordentlich was her optisch, deswegen die auch fürs Feuerwerk, für die Show mit eingeplant. Weiter geht's. Es ist doch eigentlich gar nicht so viel. Metroiden, auch die, da haben wir einen kleinen Akzent vor mitzusetzen. Vom Weco 20 Stück drin, einfach mal ein Päckchen geholt. Dann haben wir natürlich auch was hier mit diesem Gold- und Silberring von Weco vor. 3 Packungen geholt. 8-teilig. Das sind einfach auch noch trotzdem sehr, sehr schöne Teile. Auch wenn sie nicht ganz billig sind, finde ich den Effekt sehr, sehr schön von Weco. Besser als bei zum Beispiel Komet, finde ich, die ja auch ähnliche Artikel haben. So, was haben wir hier noch? Ein gigantisches Sortiment eigentlich. Zumindest vom Inhalt her ist das gigantisch. 30 Fontänen, 3 verschiedene Sorten, 10 von jeder Sorte, Future Class von Leslie. Und auch hier werden eben diese Sachen mit eingesetzt. Jetzt wahrscheinlich nicht exakt alle wirklich, aber einige davon werden auch im Feuerwerk mit eingesetzt. So, und der Karton ist jetzt im Endeffekt auch schon leer. Bis auf dieser Karton hier. Jawohl, sogar Empfänger hier. Unterhalb ADAC-Testgelände, jawohl. Ui, was haben wir noch? Aufkleber. Dürfen auch nicht fehlen. Nice. So, dann unboxen wir doch auch nochmal dieses kleine Paket hier. Es ist zwar schon quasi gesagt, was innen drin ist. Ich habe es ja gesagt, es wird eine VE sein. Unbewusst allerdings. Ich wusste nicht, dass es eine VE wird. So. Jawohl. Und zwar insgesamt 10 Packungen müssen das sein von diesen Shampoos Partyknallern, also insgesamt 210 Stück. Ist einfach eine ganz coole Sache. Die Leute feiern es in den Twitch-Livestreams und so, wenn irgendwie ein Sub oder eine Donation reinkommt, wenn ich dann quasi so einen Partypopper mache. Deswegen mal einen kleinen Vorrat jetzt gegönnt. Hat jetzt auch nicht allzu viel gekostet. Ich glaube, es hat jetzt insgesamt um die 30 Euro gekostet. Dann habe mir gedacht, das gönne ich mir jetzt einfach mal für die Streams. Dann habe ich einen kleinen Vorrat auf jeden Fall auch für den Christmas-Stream. Ja, ich hoffe, es langt überhaupt so lang. Ansonsten muss halt Nachschub bestellt werden. Ja, dann war es das im Endeffekt jetzt. Die Bestellung ist soweit ausgepackt. Ich versuche jetzt das Ganze nochmal hier auf dem Sofa irgendwie ein bisschen gesamtüberblicksmäßig aufzubauen. Ganz wird es wahrscheinlich nicht draufpassen. Mal schauen. Und dann sehen wir uns gleich zur Gesamtübersicht nochmal wieder. So, und dann sind wir jetzt hier bei der Gesamtübersicht. Ganz draufgepasst hat es, wie gesagt, jetzt nicht. Wir haben hier eben die VE mit den Partyknallern
Und hier Tape Match Anzündlitze, Future Class Sortiment, Funke Kugelblitz A, Gold und Silberregen Weko, Geysir Kaliber A, von Funke die Knatterpeitschen von Röder, hier unten noch die Metroiden, Silberfontänen von Funke, Spinner Pack, dann noch die Silbertürme von Funke, die JF02 Fontäne von Jorge, Leslie Luftheuler, Schocker Linus und diverse Nico Bengalos. Also ganz so krass wie ist es dann tatsächlich doch nicht. Es sind halt auch ein paar Artikel eben doppelt und dreifach, ganz aus einem bestimmten Grund, um eben Fächer und so weiter zu bauen. Wie gesagt, einen kleinen Teaser habt ihr ja jetzt schon bekommen. Es ist eben im August angesetzt, hier so ein Feuerwerk aus F1 zu machen. Und ein Video dazu wird dann auch noch folgen und eben auch ein Behind-the-Scenes-Video, wie wir das Ganze den ganzen Tag eben aufbauen. Und ja, ich hoffe, ihr seid ja schon ein bisschen gespannt drauf. Ich selbst bin auch tatsächlich gespannt, weil ich so ein Projekt jetzt unterm Jahr auch noch nie gestartet habe. Wird aber mit Sicherheit eine coole Aktion mit dem Pyro-Kobold. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das heutige Unboxing hier gefallen hat. Lasst mich wissen, schreibt in die Kommentare, zeigt anhand von Bewertungen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dahin, Dankeschön, ciao, macht's gut, Leute.